Wir haben ein super gutes Produkt im Schweizer Eishockey. Es beinhaltet Liga und Nationalmannschaft. Und wir müssen das Produkt unbedingt pflegen. Mit allen Mitteln und Möglichkeiten, die wir haben. Und ja, die Nationalmannschaft ist, die Nationalmannschaften sind sicher Hauptleidtragende von so etwas. Eine Aufstockung von diesen Ausländern bis zu 50% könnten 72 Arbeitsplätze sein von Schweizer Spielern, die darunter leiden. Die Folgen daraus sind so extrem prägnant, dass das Produkt ihren Grundfest eigentlich in Zukunft erschüttert werden würde. Die Erhöhung des Ausländerkontingents ist aus meiner Sicht absolut nicht zielführend, wenn es darum geht, Kosten zu senken. Die Lohnspirale würde sich bei zusätzlichen Imports eher nach oben drehen. Zudem sind die Kosten für gleichwertige Ausländer, wenn überhaupt, nur wahrscheinlich kaum günstiger als ein Schweizer. Die Schweizer spielen sehr gut Hockey, wie wir wissen. Und darum glaube ich, würde mittelfristig ein Top-Schweizer Spieler durch das auch teurer werden. Während zahlreiche Rollenspieler gar keinen Platz mehr gibt in der National League. Und die Konsequenz davon wäre, dass zahlreiche Schweizer Hockey-Profis wohl entweder arbeitslos würden werden oder eben, wie gesagt, sogar den Jungen völlig Perspektiven entziehen. Unser Job ist es, und für das haben wir super gute Schweizer Trainer, wir haben super Fachleute, super Experten. Unser Job ist es, die Spieler aus dieser Komfortzone zu holen. Da brauchen wir nicht eine Regelung von mehr Ausländern, um das in den Griff zu bekommen. Klar würde es aber den Konkurrenzkampf steigern, aber wenn wir wirklich, dass unsere jungen Spieler noch mehr und noch früher zum Beispiel ins Ausland gehen, weil wir ihnen da einfach schlicht nicht können, die Perspektive bieten, die es braucht oder wo andere Nationen ihren Spielern bieten können. Zahlreiche einheimische Spieler, zum Beispiel auch Spatentwickler, was eben leider Gottes auch gibt in einem kleinen Markt, würden schlicht und einfach dann durchs Raster fallen und hätten wohl schlechte Zukunft oder keine. Und das ist nicht meine Vorstellung vom Schweizer Eishockey. In Schweden verhebt das System vor allem auch, weil eigentlich ausschließlich auch nur schwedische Trainer im Amt sind. Und da können wir glauben, ein schwedischer Trainer, der setzt nur im absoluten Ausnahmefall, wenn er muss, einen Ausländer ein, und sonst setzt er den Schweden. Also insofern ist das auch ein starkes Votum, dass wir nicht nur die Ausländer in Zukunft müssen regulieren müssen, um unser Produkt zu schützen oder aufbauen. Nein, wir müssen auch uns überlegen, wenn wir nicht konsequenten Weg gehen, auch zum immer mehr Schweizer. Und wir haben gute Schweizer Trainer in unserem System, die auch wirklich denen Chancen geben auf höchstem Ding. Die kennen unsere Philosophie, die kennen das Business und so weiter. Das ist auch ein klarer Punkt, finde ich, wo unser Schweizer Produkt in Zukunft stärker wird. Und zum Zweiten, was Sie angesprochen haben, die Verwässerung. Dort habe ich auch meine Befürchtungen, dass Top-Teams natürlich dann vielleicht einen guten, teuren Ausländer kaufen können und durch das stärker werden und die sogenannten Low-Budget-Teams hinein können, das vielleicht eher weniger, haben aber vielleicht das Gefühl, sie müssen jetzt da auch mitziehen, um attraktiv bleiben. Und dann läuft unsere Liga, wo ein wichtiges Zugpferd ist für Schweizer Hockey allgemein, halt schon Gefahr, dass es dann in eine Zweiklassengesellschaft könnte gehen, weil es kann nicht sein, dass die einen auf die Regeln können zugreifen und die anderen müssen dann konsequent zu spartechnischen Gründen auf den Nachwuchs setzen. Also ja, Verwässerung für mich auch ganz klar ein grosses Fragezeichen dann in Zukunft.